Lobha. Kurzer Vortrag über Lobha als Sanskritwort. Lobha heißt Habgier. Lobha heißt Gier. Lobha heißt Begehrlichkeit. Lobha gehört zu den Eigenschaften, die man als spiritueller Aspirant überwinden will. Lobha wird in verschiedenen Schriften genannt als Eigenschaften, die der spirituellen Entwicklung nicht förderlich sind. Lobha macht dich selbst unglücklich, Lobha macht auch andere unglücklich und Lobha macht dich unruhig und führt in die Frustration. Wer viel Lobha hat, der will immer mehr, egal wie viel man hat, man will immer mehr. Und so gilt Santosha, Zufriedenheit, als ein sehr wichtiges Gegenmittel gegen Lobha. Es ist gut, engagiert zu sein, es ist gut, sich für eine gute Sache einzusetzen. Aber Lobha, was insbesondere auch ein persönlich egoistisches Wünschen und Gier ist, gilt es zu überwinden. Letztlich in der Tiefe weißt du, du hast alles, was du brauchst. In der Tiefe bist du immer Freude. In der Tiefe bist du verbunden mit allen Lebewesen. In der Tiefe kannst du volles Vertrauen in Gott haben. Daher brauchst du kein Lobha. Und wenn du diese Verbundenheit hast, und wenn du spürst, dass letztlich Gott hinter allem ist und dich Gott auch immer schützen wird und dir geben wird, was du brauchst, dann kommt Zufriedenheit von selbst. Ja, das war's für heute. Ein kurzer Vortrag über Lobha als Teil des Yoga-Vidya-Sanskrit-Wörterbuchs zu finden auf www.yoga-vidya.de. Wenn du mehr wissen willst, wie du Lobha, Gier, Begehrlichkeit überwinden kannst, dann schau einfach nach unter dem Begriff Santosha oder auch Zufriedenheit oder Gelassenheit. Du kannst diese Begriffe einfach eingeben auf den Yoga-Vidya-Internetseiten auf dem Suchfeld eben auf www.yoga-vidya.de.